Talos zum Gruße, werte Mitstreiter, und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part hier von Let's Play Skyrim. Ich bin der Halger und Sven und ich sind hier in dieser wunderschönen Höhle, wahrscheinlich auch mit ordentlich Diamanten oder Edelsteinen die Decke hier versehen. Schaut mal, ist das echt Wahnsinn, oder? Ja, im letzten Part haben wir uns ja hier durchgekämpft, durch die Zwergenruinen, und sind jetzt nun in Schwarzweite angekommen. Jawohl, so, hier haben wir schon mal ein paar Falmer das letzte Mal noch erledigt und ausgeplündert. So, ja, wir haben nicht mehr viel Platz im Inventar, aber den nehmen wir nochmal mit hier. So, und dann wollen wir uns mal weiter vorwagen, würde ich sagen. Da hinten, das ist schon der Pfeil. Also in die Richtung müssen wir. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Dann wollen wir es mal einblenden. Und okay. Interessant. Okay, also auf jeden Fall, der ist es nicht. Sondern ich glaube da hinten, sofern ich mir das mal angeschaut habe. Okay, aber zuerst wollen wir einmal in dieses doch noch gut erhaltene Zwergenhaus. Sven, bist du da? Alles klar. Ah, ein Feldlabor. Okay, alles klar. Was? Oh mein Gott. Ah ja, Sindarion. Oh. Huch. Jetzt habe ich den guten auseinandergenommen. Feldtagebuch, ja, so, Zwergenpfeil. Haben wir noch einen? Silberne Smaragdhalskette. Oh ja, Mensch, das ist ja ordentlich was wert. So, das nehmen wir uns auch mal mit. Okay. So, aber Feldtagebuch, einmal lesen. Oh, begonnen. Zurück zu den Wurzeln. Ach, du ahnst es nicht. Sammel in Schwarzweite purpurne Nienwurz. 30 Stück. Wahnsinn. So. Blätter ich einmal durch für euch. Okay. So, wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir werden uns diesem Quest vielleicht später mal an die Nachtigallen mal annehmen. Ups, jetzt habe ich es genommen. Das war jetzt nicht gut. Zumindest wollte ich das nicht. Einmal kurz auf Bücher. Da, die Nachtigallen. Wahrheit oder Legende? So, machen wir einmal wieder ablegen. Denn das möchte ich nicht unbedingt in meinem Inventar haben. Ich wollte es euch eigentlich mal durchblättern. So, wunderbar. Okay, das kann drinnen bleiben. Und hier haben wir, wie wir sehen, allerlei. Oh, ein D3-Herz. Das ist nicht schlecht. So, Zaubertrank der Heilung. Und hier sehen wir schon eine purpurne Nienwurz. Ah, Alchemie verbessert. Auch gut. Okay. Aber wie gesagt, dem Quest wollen wir uns jetzt nicht widmen. Sondern wir wollen endlich mal die Schriftrolle der Alten finden. Oh, ich muss sagen, Leute, also ich staune immer wieder über diese Höhle. Oder auch manch andere Orte bei Skyrim. Muss ich wirklich sagen, haben die Entwickler derbst genial hinbekommen. Doch, muss ich wirklich sagen. So, auch diese schaurige Höhlenatmosphäre im Hintergrund. Oh nein. Oh nein. Ich speichere mal kurz. Haben wir F5. Blub. Ich ahne nämlich Böses. Aber wie gesagt, das haben die super geil hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja einen. Okay, er bewegt sich nicht. Das ist gut. vielleicht habt ihr einen. Wow. Oh mein Gott.
Und es geht los. Zwar nicht mit den Viechern, die ich gerechnet habe. Oh, du bist vergiftet worden. Scheiße. Okay, da ist auch ein Fall mal bei. Zaubertränke. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz heilen. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Gegengift dabei habe. Gegengift. Wunderbar. Wo ist denn eigentlich... Ach, erledigt. Wo sind Sven eigentlich, hä? Wo steht der schon wieder rum? Ich glaube, der kloppt sich gerade woanders. Ja, was ich sagen wollte ist, vielleicht habt ihr ja Anfälligkeit für Gift. Nicht so gut. Vielleicht habt ihr ja auch einen Lieblingsort hier in Himmelsrand. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich mal den ein oder anderen Ort besuchen davon. Würde mich mal interessieren, ob ihr so einen Lieblingsort hier in Himmelsrand habt. Ah, da oben schießt einer. Wir wollen mal sehen, dass wir weiterkommen. Der Sven wird schon hinterherkommen. Und was sehen meine Augen da? Ja, der reinste Wahnsinn hier unten. Eine riesen Höhle. Und die Zwerge haben hier anscheinend mächtig, mächtig was gebaut. Schaut euch das mal an. Wer schießt hier? Ich sehe auch gar keinen. Ah, alles klar. Tag auch. Falmer-Diener. Das gibt's ja wohl nicht. Haben die sich hier einen Diener rangezüchtet? Die alten Falmer. Gibt's ja wohl nicht. Immer wieder erstaunt. Oh, schaut euch mal diesen Pilz an. Wahnsinn. So. Was ist das hier für ein Ort? Komm her, Falmer. Ja. Du kriegst mich nicht. Okay, ich glaube... Niedergestreckt. Haben die alle ihren Sold dabei hier? Ich glaube, da kommt Sven da vorne. Ja, da ist er. Wunderbar, super. Hat er auch wieder den Weg zu uns gefunden. Und wie wir sehen, hier sind überall diese... Nienwurz, aber ich möchte die jetzt nicht sammeln. Hallo, wer bist denn du? Ihr hättet nie herkommen sollen. So. Oh, da oben geht's los. Da haben wir jetzt hier... Trollfett. Da haben wir jetzt aber wirklich... alle Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Einschalten, Bubble. Dein Sold nehme ich natürlich auch noch mit. So, dann wollen wir die Jungs da eben nochmal schnell ausrotten. Sven, jetzt mach nicht gleich schon wieder schlapp. Zack. Einer weniger. Zwei weniger. Sonst noch einer. Okay. Anfälligkeit für Frost. Ja, wir probieren zwischendurch immer mal wieder neue Kreationen hier aus Himmelsrand. Lasst mich in Ruhe. So. Legt euch nicht mit dem Drachenblut an. So sieht's aus. Okay, Sven. Das ist nicht unser Ziel. Geht das hier runter? Ach du. Schande. Ach, da vorne war die Treppe. Ja, alles klar. Schaut euch diese geniale Höhle an. Ich kann, glaube ich, gar nicht genug davon schwärmen. Oh Mann. Und wir sehen, der Pfeil kommt immer, immer näher. Ich glaube, wir sind hier richtig. Und ich hoffe endlich, dass wir bald die Schriftrolle der Alten gefunden haben. Ich weiß nicht, was das da oben ist, aber es spendet der Höhle Licht.
ob die Dwemer da irgendwie eine künstliche Sonne erschaffen wollten oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Falls ihr wisst, was es damit auf sich hat, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und ich glaube, hier könnten wir richtig sein. Turm von Msark. Sagt uns auch was. Wollen wir ihn nochmal benutzen? Ach du meine Güte, was ist hier los? Sieht auch aus wie eine verlassene Forschungsstation hier. Okay, so. Ich frage mich, warum haben die hier so wertvolle Dinge mitgenommen? Oder es ist einfach hier aus der alten Zeit der Zwerge. Okay, das kennen wir bereits. Oh, Sven, alles klar. Der lautlose Pirscher hier, der Sven. Ich denke mal, das sind einfach alte Artefakte, die sie hier drin gefunden haben. Weil so wertvolle Dinge würde ich... Ach, du ahnst es nicht. So alte Dinge würde ich gar nicht mit hier runternehmen. Also das bringt sie überhaupt nicht. So, einmal schnell speichern. Hier geht's aufwärts. Ich möchte aber vorher mal gucken, ob es vielleicht in der anderen Richtung auch noch etwas gibt. Ein paar Trümmer liegen hier. Boah, ist das weitläufig hier rum. Nee, Leute, hier ist nichts. Dann einmal wieder retour und da hinten hoch. Ich weiß ja nicht, was uns hier noch so erwartet. Machen wir die Tür doch erstmal wieder zu. Und dann geht's aufwärts. Was ist das für eine Riesenapparatur, Leute? Ach du Scheiße. Ach du meine Fresse. Ist das genial? Wahnsinn. Also ich bin gerade ein bisschen baff, ganz ehrlich, über diese wundersame Technik der Zwerge und... Boah, genial, Leute. Einfach nur genial. Was ist das? Okay. Was haben wir denn hier? Tagebuch. Okay. Und ich werde es kapieren. Ja. So, der letzte Satz aus dem Buche. Und was ist hier? Eine Tür. Okay, wieder ein Fahrstuhl. Alles klar. Dann werden wir uns mal aufmachen und hier hochgehen. Oh Mann, ich pack's nicht. Lexikonhalter. Das sieht danach aus. Wir haben ja einen Würfel bekommen. Und den packen wir, glaube ich, hier mal hinein. Ja. Lexikonwürfel entfernt. So, muss ich damit jetzt noch irgendwas machen? Ah, habt ihr gesehen? Zack, jetzt sind die Knöpfe aufgegangen. Oder was das auch immer. Schalter, okay. Ja. Ich drück mal. Nix passiert. Nochmal. Okay. Oh! Alter. Passiert hier noch irgendwas? Uah. Denke ich mal, irgendeine Konstellation. Boah. Genial. Eine Konstellation ergeben, dass irgendwie. Oh. Da irgendwas passiert. Da oben. Oh mein Gott. Was ist denn das da unten?
schaut auch noch interessant aus. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da vorne, dieses kleine Ding da, über dem Fahnenkreuz. Müsste ich vielleicht später mal schauen. So, was haben wir hier? Jetzt ist der auch auf. Aha. Nee. Sollte es so einfach gewesen sein? Oh, und der funkelt jetzt. Abgeschlossen. Überschreibe das Lexikon. Ich pack's nicht. Und die Schalter sind wieder zu. Was ist das hier? Sind das Planeten oder so ein Kram? Irgendeine Sternenkonstellation mit Tageslicht hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was ist das denn? Ach, das ist nur eine Lampe. Okay, alles klar. So, jetzt müsste so eine spannende Musik auftauchen. Und Leute, wir haben es geschafft. Die Schriftrolle der Alten. Meins. Ah, Schriftrolle der Alten. Drache hinzugefügt. Abgeschlossen. Das Wissen der Alten. Begonnen. Alduins Fluch. Lies die Schriftrolle der Alten an der Zeitwunde. Boah, Leute, ich habe gerade Gänsehaut. Ist das geil. Ah, das Game flasht mich immer wieder. Ja, Wahnsinn. Ich denke mal, Alduins Fluch, okay. Gib Septimus Signus das Lexikon. Okay, das ist das. Aha. Na gut, okay. Das ist alles, aber wir haben doch noch irgendwas. Also irgendwas war doch... Hier, genau, die Anpassungssphäre. Was mache ich damit denn? Ich geh nochmal ganz kurz zurück. Aber da war ja nur der Lexikonhalter, nicht wahr? Anpassungssphäre. Kann ich hier noch was machen? Da rein? Nee. Okay. Na gut. Alles klar. Haben wir's. Und hiermit... hier geht's nach Himmelsrand. Sven, komm ran hier auf den Meter. Und ab geht's an die Oberfläche. Tageslicht! Wow. Turm von Xarg entdeckt. Entschuldigung, komme ich jetzt auch mal wieder raus? Ah. Der ist da gut versteckt. Oh, und wir haben besseres Wetter. Wo sind wir denn hier? Also hier sind wir aber nicht. Sind wir hier? Okay. Ist ja cool. Muss ich mal ganz kurz schauen. Im Ernst jetzt? Wir sind von dort einmal unter der Erde entlang bis Turm von Xarg. Ist ja genial. Boah, starke Sache. Ja, Leute, wunderbar. Oh, hier ist noch eine Truhe. Dietrich, Gold, Rubin. Mensch, Skinners. Also, das wird jetzt erstmal lustig. In der Zwischenzeit erstmal ordentlich zu verkaufen, Leute. Das werde ich euch ersparen auf jeden Fall. Und ich würde sagen, geben wir doch erstmal Septimus Signus in der nächsten Folge das Lexikon zurück und werden uns dann Alduins Fluch widmen. Ganz genau. Jawohl, dann sind wir hiermit auch endlich wieder an der frischen Luft von Himmelsrand und nicht mehr unter Tage. Jawohl, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst mir doch zu meiner Unterstützung einen Daumen hoch da. Würde mich sehr drüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr dann im nächsten Part wieder mit dabei seid. Wie gesagt, bei Septimus Signus. Jawohl. Also bis dahin. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Euer Holger. Bis denne. Ciao.